Hallo und herzlich willkommen bei Gitarre lernen online, dein Musikkanal, der die Gitarre frisch und lebendig hält. Es ist wieder 2 Minuten Freitag. Wir schalten den Timer und los geht's. In diesem Lick geht es um ein sehr präzises Double Bending. Das Ganze sieht dann so aus. Wir sind in der G-Moll. Erste Box. Pentatonik. Ganz egal, da habe ich einfach irgendwas genommen. Ich finde, das klingt ganz gut. Aber da will ich hinarbeiten. Und es ist wichtig, dass ich vor mit dem Zeigefinger aufhöre, dass ich den Ringfinger frei habe, um diesen Sprung zu machen. Weil normalerweise würde man es so gelehrt bekommen, also kleiner, Zeige, Ring, Zeige, Ring, Zeige. Aber mit dem kleinen Finger zu benden, nicht so angenehm geht, wenn du einen kräftigen kleinen Finger hast, aber es ist nicht das angenehmste der Welt. Deswegen Sprung mit dem Ringfinger. Und wenn du jetzt bendest, bendest du ja automatisch auch die G-Seite etwas mit. Und ich würde aber raten, beim Zurückgehen die H-Seite, also die B-Seite, abzustoppen. Ist ein bisschen zu chaotisch, finde ich, vom Sound her. Also ist sehr viel Präzision gefragt. Das ist ein Zielton, also ein Ganzton-Bend. Und dann nur ein Halbton auf dem C. Und wie John Mayer so schön sagt, wenn du es in allen Tonarten übst, kannst du es auch. Davor nicht. Also, wenn du einen Looper hast oder irgendeinen Backing-Track aufdrehen, einfach in zum Beispiel was anderes, C, Moll. Denk immer an Moll-Pentatonik. Viel Spaß mit dem Lick der Woche. PDF gibt's wie immer hier unten in der Beschreibung auf meiner Tippe- und Patreon-Seite. Mein Name ist Alessandro Miller. Bis zum nächsten Video. Cheers!